So, ich sehe die Zuschauer reinkommen ins Webinar. Wenn die Zahl aufhört zu steigen, gehe ich davon aus, dass alle da sind. Eine Kunstpause zum Wasserglas auffüllen. Und dann denke ich, können wir loslegen. Herzlich willkommen zu Family Affairs, zur Ausgabe Quartal 1 2021 von unserem Webinar zu Trends, Inspirationen, Insights und Neuigkeiten aus dem Familien- und Kindermarketing. Ein schneller Ritt durch die Gemeinde dessen, was wir in den letzten 3 Monaten so gesehen und besonders spannend fanden und deswegen gerne hier in diesem Format teilen wollen. Neben meinem Gesicht sieht man hier noch Rolf Kosakowski, den Gründer und Geschäftsführer von KB&B, der mir hilft, hier das technisch alles im Griff zu behalten, im Zweifel auch Fragen zum Teil direkt zu beantworten. Vielen Dank dafür, Rolf. Weil ich gerade Fragen erwähnte, gerne die F&A oder Q&A-Funktion nutzen, um Fragen zu stellen im Laufe der Präsentation. Auf die werden wir dann am Ende eingehen oder im Nachhinein eingehen oder Rolf wird direkt darauf eingehen, je nach Frage. Eine Frage, die bestimmt kommt, haben wir antizipiert und können Sie schriftlich beantworten. Alle Inhalte dieses Webinars werden im Anschluss online zur Verfügung stehen und dazu wird ein Link per E-Mail an alle Teilnehmer versendet. Also muss keiner hektisch mitschreiben oder aufzeichnen oder mit dem Handy abfilmen oder dergleichen. Ansonsten, ja, wünsche ich viel Spaß, viel Inspiration und hoffentlich das eine oder andere Neue bei Family Affairs. Wir legen los mit einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Podcasts und der Fragestellung, wie man das im Familien- und Kindermarketing nutzen und einsetzen kann. Wir haben dazu unser eigenes Marktforschungstool Fact Family eingesetzt und Kinder befragt und dabei herausgefunden, dass Kinder ganz begeisterte Geschichtenhörer sind. 2 Drittel der Kinder hören regelmäßig Geschichten, davon mehr als die Hälfte, sogar mehr als 1 Stunde pro Woche. Am häufigsten findet das vor dem Einschlafen statt oder eben nebenbei, während was anderes im Kinderzimmer gemacht wird. Und dazu passend haben wir von Disney diesen Podcast This Duckburg Live gefunden. Sehr, sehr spannend, präsentiert von einem der Neffen von Donald Duck und gesprochen werden alle Rollen von den Schauspielern der TV-Serie. Sehr, sehr spannendes Kinderformat. Here on This Duckburg Life, I'm always going out into Duckburg looking for great stories. But sometimes the best stories land right on your personal pilot's answering machine. Hi, Launchpad. It's me, Launchpad. Couple things, pick up butter, eggs, jet fuel, but for airplanes, milk, oh, and toilet paper. Definitely get toilet paper. This is the Also kann ich mir sehr gut vorstellen, nette, charmante Geschichten im Podcast-Format direkt aus Entenhausen. Ebenfalls in diesem Frühjahr wird der erste Podcast aus der Welt von DC Comics kommen mit Batman Unburied. Manche von uns bei KB&B freuen sich da ganz besonders drauf. Wir haben da ein paar Fans. Auf jeden Fall spannend, wie der Podcast-Boom auch auf den Kindermedien jetzt oder mit Kindercharakteren nach und nach zum Tragen kommt. Dann, bei uns geht es ja in der Regel um Marketing, haben wir auch gefragt, wie steht es denn mit Podcasts, die von Marken oder Unternehmen präsentiert werden? Da lässt die Akzeptanz überhaupt nicht nach. Im Gegenteil, obwohl es immer mehr davon gibt, steigt die Akzeptanz. Also inzwischen hat mehr als die Hälfte, das sieht man in der Grafik an der Seite der Eltern, keine Sorgen, keine Bedenken, Kinder solche Podcasts hören zu lassen. Und mehr als 2 Drittel der Eltern, haben wir auch herausgefunden, würden sich eine kindgerechte Podcast-Plattform wünschen. Das gibt es am Markt
Nicht so viel, aber wir kennen da eine, die wir sehr ans Herzen legen würden. Einen solchen Corporate Podcast oder Branded Podcast wollten wir hier einmal hervorheben, nämlich der Yummy Podcast, der Podcast zum Kindermagazin von Edeka, der seit Ende 2020 die Charts in der Kategorie Familie und Kinder aufmischt. Also auch hier ein Anzeichen dafür, dass die Tatsache, dass da eine Marke dahinter steht, der Popularität überhaupt keinen Abbruch schafft. Also, Audio für Kinder bietet ein riesiges Potenzial für Content Marketing. Nächste Frage, der wir uns annehmen wollen, ist eine recht allgemeine, nämlich Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens. Da diese sehr, sehr interessanten Zahlen aus Großbritannien, aus UK, bisschen kompliziert auf den ersten Blick, deswegen hier die Lesehilfe. Man sieht hier, dass nur gut ein Drittel des Videokonsums jüngerer Menschen auf traditionelles Fernsehen entfällt. Das ist der dunkelrote Kringel in der Mitte. YouTube allein ist ein Viertel und TikTok ist von quasi null im letzten Jahr auf 9% gesprungen. Soweit so interessant schon mal und aber, glaube ich, eher eine Fortsetzung eines Trends, den wir schon alle kennen. Spannend ist dann der Kontrast zur Werbung. Weil nämlich aus dieser Grafik hervorgeht, auch wieder hier schauen wir uns den inneren Kreis an, dass mehr als 3/4 der Werbung, die Menschen sehen, oder in dem Fall 16- bis 34-Jährige sehen, im Fernsehen stattfindet. Zum einen liegt das natürlich an den technischen Restriktionen. Auf YouTube gibt es keinen 6-minütigen Werbeblock. Andererseits aber durchaus denken wir auch an den Vorlieben der Werbetreibenden, die eben ganz gerne einen TV-Spot produzieren wollen. Wir glauben allerdings, eine reichweitenstarke Kampagne, gerade wenn man jüngere Zielgruppe hat, ist inzwischen vollständig über digitale Kanäle machbar. Wenn wir bei digitalen Kanälen sind, ein paar kleine Neuerungen von YouTube, die ja auch ständig am Ausprobieren und innovieren sind. Ist das ein Wort? YouTube hat die Supervised Experiences als Beta eingeführt in den letzten Monaten, weil sie festgestellt haben, dass es zwischen der YouTube Kids App, die sich ja doch eher an Vorschul- und Grundschulalter richtet, und dem vollen, ungefilterten YouTube-Inhalt, dass da eine Lücke klafft. Und deswegen können Eltern jetzt in den Stufen Explore, Explore More und Most of YouTube verschiedenen Content für die Kinder, für ihre Kinder freischalten. Das Ganze geschieht zum einen durch Tags der Leute, der Hochladenden, der Content Creator, zum anderen über Machine Learning Algorithmen und tatsächliche Reviews durch Menschen. Ist noch in Beta, wird sich irgendwo einpendeln in näherer Zukunft. Eine weitere Innovation von YouTube auf der eigenen Plattform ist, dass es jetzt auch auf YouTube Hashtag Landing Pages gibt. Kennen wir von anderen Social Media Kanälen. Ist aber jetzt auf YouTube neu, sprich, wenn ich auf Hashtag Play klicke, sehe ich einen Überblick aller anderen Videos, die auch dieses Hashtag haben. Für das Marketing oder allgemein für Content Creator natürlich ein sehr, sehr wichtiges Tool, um auffindbar zu sein. Also hier nur die kleine Randnotiz. YouTube bietet eine derart immense Vielfalt an Inhalt. Hat bestimmt jeder schon mal irgendeine Statistik gesehen mit Zahlen, die so groß sind, dass man sie sich nicht merken kann. Der Schlüssel auf YouTube liegt wirklich darin, Orientierung zu geben, und dazu muss man die vorhandenen Tools richtig einsetzen. Dann, wenn wir von YouTube ist der Weg nicht weit zu Social Media, und eine Frage, die ja wir eigentlich ständig gestellt kriegen: Wie und wo erreiche ich Eltern und Kinder in Social Media? Zunächst mal wieder aus einer Studie, die wir selbst durchgeführt haben mit Fact Family gegen Ende 2020. Der erste Satz: Eltern und Kinder trifft man in Social Media an. Ach nee, ziemlich offensichtlich. Was vielleicht nicht jedem ganz so offensichtlich ist, wie früh das schon anfängt. Also wenn man hier in die Mitte dieses Charts schaut, mit 8 Jahren finden wir bereits mehr als die Hälfte der Kinder in Social Media. Welche Kanäle sind das, wo sie unterwegs sind? Da haben wir bei den 10- bis 14-Jährigen ein bisschen näher hingeschaut und festgestellt, dass
wie gesagt, Stand Ende 2020 TikTok bereits Instagram und Snapchat überholt hatte. Das, wie gesagt, ist Stand Ende 2020, das könnte seitdem sogar noch gestiegen sein. Also TikTok eindeutig das Boom-Netzwerk. Und deswegen haben wir da ein paar Tipps zusammengetragen, was wir aus unseren bisherigen Kampagnen mit TikTok und auch direkten Gesprächen mit TikTok und unseren Ansprechpartnern dort gelernt haben. Zum einen oder als allererstes, TikTok belohnt Kreativität. Facebook hat seinerzeit den Begriff des Social Graph etabliert. TikTok spricht vom Creative Graph, also Neues, Ungesehenes wird gepusht. Was nicht gepusht wird, ist Werbung und Links nach draußen. Das ist recht teuer und wird geradezu bestraft. Der beste Weg für den Einstieg für eine Marke, für ein Unternehmen, ist sicherlich die Creator Partnerships, also eben mit bereits etablierten TikTok-Natives zusammenzuarbeiten und oder parallel einen eigenen Kanal aufzubauen. Eine solche Creator Partnership-Kampagne haben wir zum Beispiel durchgeführt für die Panini Sports Academy, ein Hörspiel, sag mal 6- bis 11-Jährige. Da haben wir mit 4 Creatoren zusammengearbeitet. Zwei Beispiele davon sieht man an der Seite im Video. Da haben wir mit den 4 Creatoren über 1 Million Views und 50.000 Reaktionen erreichen können. Also TikTok wächst in absolut atemberaubendem Tempo. Bleiben bei dem Thema, dann, wenn man liest, irgendwie TikTok boomt, geht durch die Decke, alle sind jetzt bei TikTok, vor allem die Jungen, dann schwingt da gerne auch mit, das heißt, die anderen sind tot. Dass das nicht so ist, geht aus dieser etwas komplizierten Tabelle von We Are Social hervor, weil etwas kompliziert, hier auch eine kleine Lesehilfe. Wenn wir uns die zweite Zeile von unten anschauen, dann steht da TikTok-Users. Und dann in die zweite Spalte gehen, dann sehen wir, dass 85% der Menschen, die TikTok nutzen, außerdem auch Facebook nutzen. Und so kann man sich dann in einer ruhigen Minute all diese Zeilen und Spalten angucken. Takeaway ist, die meisten Menschen nutzen mehr als eine Social-Media-Plattform. Kennt man vielleicht auch von sich selbst. Wer ist nur auf einer unterwegs? Aber apropos, wer ist unterwegs auf Social-Media-Plattformen? Auch da haben wir in der gleichen Studie, in der wir das Nutzungsverhalten von Kindern abgefragt haben, auch die Eltern befragt, wie sie Social-Media nutzen und haben dabei herausgefunden, dass über alle Plattformen hinweg Mütter mehr Zeit in sozialen Medien verbringen als Väter. Es sind keine riesigen Unterschiede, also auch Väter sind durchaus da und erreichbar, aber die Mütter sind immer einen Ticken mehr, einen Ticken intensiver in jedem einzelnen sozialen Netzwerk. Also bei der Wahl von Social-Media-Plattformen oder bei der Entwicklung der Social-Media-Strategie darf man sich nicht hinreißen lassen zu einem Entweder-Oder-Denken, sondern muss sich überlegen, was ist der richtige Kanal für welches Publikum, für welche Art Inhalt und welches Ziel verfolge ich damit? Und dann kann man auswählen, was mache ich auf welchem Kanal und wie. Dann stellt sich natürlich die Frage, gut, ich bin aber als Marke jetzt nicht der neue heiße digitale Scheiß, sondern ich bin eher eine traditionelle Marke. Was kann ich tun? Darf ich trotzdem ins Internet? Natürlich darf ich. Wir haben dazu ein paar Beispiele. Was wir ganz toll fanden, Lego hat eine Initiative gegen Cybermobbing gestartet. In Kooperation mit UNICEF haben sie ausführliche Tipps für Eltern entwickelt, wie sie Mobbing im digitalen Raum erkennen können, wie sie es verhindern können, wie sie mit ihren Kindern darüber sprechen können, in so einem Aktivitäten-Kit bauen und besprechen, weil sie eben in einer Studie zu der Erkenntnis gekommen sind,
dass bereits jedes fünfte Kind zwischen 6 und 12 mit Online-Mobbing in Berührung gekommen ist. Für uns absolut die Königsdisziplin für eine Familienmarke, wenn die Kinder die Marke cool finden und begehren und man gleichzeitig den Eltern oder Großeltern oder Tanten und Onkels als nützlicher Helfer im Alltag zur Verfügung steht, das ist wirklich die Krönung für eine Familienmarke. Ein weiteres Beispiel einer alten Marke haben wir hier mit Barbie, die es immerhin mit 62 Jahren geschafft hat, zur Global Top Toy Property 2020 ernannt zu werden. Die Marketingchefin für Barbie, zuständig bei Mattel, erklärt das mit drei Säulen des Erfolgs. Einerseits einer radikalen Öffnung der Marke für das Thema Diversität über die letzten Jahre. Ich glaube, 2016 ist damit ganz offensiv angefangen worden. Zum anderen ein starker Fokus auf die Produktion und Distribution von digitalem Content. Da fährt man eine mindestens duale Strategie, einerseits auf Netflix, andererseits auf YouTube, auch viel kostenlosen Content. Und zusätzlich noch Barbie selbst als Bloggerin und Vloggerin und Influencerin zu platzieren, die auf so Real-World-Trends aufspringt. Die dritte Säule, das ist der Transfer des Spielerlebnisses in die digitale Sphäre. Also Barbie Dreamhouse Adventure, eine Mobile-App von Barbie, hatte 2020 immerhin 71 Millionen Downloads. Das ist auch eine sehr, sehr stolze Zahl. Und da kann eben Barbie gespielt werden in der digitalen Welt. Nochmal Lego, sorry, aber da sind wir so ein bisschen Fans und sie haben in diesem Quartal nun mal viel gemacht. Und zwar am 1. März kam die App Video raus, in der Kinder Musikvideos produzieren können und das so eine Vermischung aus AR mit physischen Spielboxen und Figuren und Musik von Universal Music. Also Kinder können ihre eigenen Katy Perry Videos mit Lego-Figuren drehen. Können Sie den Trailer einmal anschauen, der gibt ein ganz gutes Bild. Introducing Lego Video, Music Video Maker. A brand new line of music-inspired Lego products that lets kids be the directors, producers, and stars of their own crazy cool music videos. Lego Video is powered by physical Lego tiles called Beat Bits. Beat Bits unlock powerful special effects, adding sounds, props, dance moves, and wild video effects while you record. Lego Video is packed with music from Universal Music Group's roster of world-class artists. Choose from a wide variety of styles and genres to use as the soundtrack for your production. Select your beat bits, scan your stage, and record. Share your creation with other video makers in the moderated KidSafe social feed. Get ready to capture the beat of your world with Lego Video. Also das gegen Ende erwähnte Moderated KidSafe Social Feed ist sicherlich auch ein ganz starkes Argument dabei. Sehr, sehr coole App, macht tatsächlich viel Spaß. Also man muss keine nativ digitale Marke sein, um im digitalen Zeitalter Erfolg zu haben, aber man muss sich eben offensiv um diese Anpassung kümmern. Man muss sich überlegen, was ist der Kern, was ist das Kernerlebnis, was ich in die digitale Welt transportieren kann und dort erlebbar machen kann. Wir haben es jetzt sowohl mit Barbie als auch mit Lego ein bisschen angekratzt. Das ist ja alles so ein bisschen an der Grenze zu Gaming oder bei Barbie zum Teil tatsächlich könnte man von Gaming sprechen. Deswegen auch dazu ein paar Gedanken. Zunächst einmal, Jugendliche spielen Videospiele. 92% der Jugendlichen spielen oder andersrum 8% der zwischen 12 und 19-Jährigen spielen keine Videospiele. Und das Smartphone ist mit Abstand das am meisten genutzte Gerät dabei. Natürlich, das ist das, was die meisten haben. Im Schnitt verbringen Jugendliche an einem Werktag mehr als 2 Stunden mit Videospielen. Weil wir von Smartphone, was alle Jugendlichen haben, sprachen. Ich gehe davon aus, dass natürlich jeder Anwesende davon gehört hat, aber falls nicht, Among Us, ein absoluter Mega-Hit von 2020.
insgesamt 264 Millionen Mal heruntergeladen worden weltweit und hat im November einen Weltrekord aufgestellt mit fast einer halben Milliarde aktiver Spieler innerhalb eines Monats. Was man dabei bedenken muss, wenn wir sagen, fast alle Jugendlichen spielen, dann müssen wir uns auch vom Begriff des Gamers und eigentlich des Gaming so ein bisschen verabschieden als Pauschalbegriff, weil Gamer sind nicht gleich Gamer. Activision Blizzard hat eine recht umfangreiche Studie dazu gemacht und hat eine Typologie von Gamern erstellt, wobei sie selbst sagen, wir sollten aufhören, sie Gamer zu nennen, denn mehr als die Hälfte der Menschen, die Videospiele spielen, lehnen die Bezeichnung Gamer ab. Und das, was wir so unter Gamer vielleicht wahrscheinlich im Kopf haben, klischeehaft, trifft auf weniger als ein Drittel der Menschen zu, die Videospiele spielen. Das sind nämlich nur die dunkelgrauen und die dunkelgelben links oben in diesem Chart. Der Rest sind nicht die Typen, die man sich vorstellt, wenn man Gamer sagt. Von daher muss man das, glaube ich, auch so ein bisschen auseinandernehmen im Kopf. Also Videospiele sind heute eine ganz normale Form von Popkultur. Das ist in einer Reihe mit Musik, Sport, Film, Fernsehserien und hat in jedem Themenbereich und in jeder Zielgruppe Relevanz. Gamer ist ein veralteter Begriff. Es gibt heute eigentlich keine Non-Gamer mehr. Oder wenn, dann wäre das eine Nischenzielgruppe, die man vielleicht sich überlegen könnte, gezielt anzusprechen. Und wenn wir bei Gaming sind und bei dem ja, der Normalisierung von Gaming und allem drumherum, dann kommt man auch recht schnell auf diese Gaming-Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel Twitch. Auch Twitch hatte 2020 ein absolutes Rekordjahr. 17 Milliarden Stunden Content wurden auf der Plattform angeschaut. Fast eine Verdopplung zum Vorjahr. Zusätzlich muss man bedenken, gibt es ja auch noch YouTube Gaming mit 10 Milliarden Stunden und Facebook Gaming mit 4,6 Milliarden Stunden. Also es sind unglaubliche Zeitmengen, die Menschen auf diesen Plattformen verbringen mit dem Content dort, was dann auch durchaus etwas konventionellere Marken darauf aufmerksam macht, dort vielleicht einzusteigen. So hat zum Beispiel Aldi im Februar, glaube ich, 4 beliebte E-Sportler als Sponsor unter Vertrag genommen. Aldi plant einen eigenen Twitch-Channel, ist offizieller Supplier der Prime League, der größten Liga, größten deutschsprachigen Liga für League of Legends. Und passend dazu wurde eben auch das Produktsortiment gelauncht, was sich an Gamer richtet. Und dann einen Schritt weiter als das Streamen von oder Zuschauen beim Spielen anderer ist Roblox. Am 10. März an die Börse gegangen, am Ende des ersten Tages 45 Milliarden Dollar wert gewesen. Wird gerne als Spieleplattform bezeichnet oder glaube ich heißt offiziell auch Spieleplattform. Man muss aber bedenken, Roblox ist eigentlich viel mehr. Das Potenzial von Roblox ist viel größer. Und interessant war deswegen auch dieses Chart aus der Unternehmensvorstellung, wo sie sich selbst als oder wo sie den Begriff des Metaverse einbringen, was ein Begriff aus Science Fiction eigentlich ist, weil man bei Roblox eben Millionen nutzergenerierte Erlebnisse, sie sprechen auch oft eher von Erlebnissen als von Spielen, ausprobieren kann. Man bewegt sich mit seinem Avatar, den man natürlich auch verändern und einkleiden kann. Man kann sich dort mit Freunden treffen, einfach nur abhängen. Es gibt eine eigene Währung, die Robux, mit denen man Geld verdienen kann, die man tatsächlich dann auch in eine echte Währung wieder zurück, in eine echte Währung wieder zurück übersetzen kann. Also Roblox ist so wirklich das Nächste an einer vollständigen virtuellen Welt zur Freizeitgestaltung, was die Welt bisher gesehen hat. Also, Takeout, ich kann hier in 3 Minuten weder Twitch noch Roblox gerecht werden, aber Takeaway ist, die verschiedenen Formen des Entertainment verschmelzen zusehends. Es ist, ob es jetzt Konzerte in Videospielen sind oder Videospiele, die wieder gestreamt werden, es verschmilzt alles. Und Twitch und Roblox sind zwei beispielhafte Vorreiter einer solchen facettenreichen, holistischen Freizeitgestaltung im virtuellen Raum. Zum Ausstieg habe ich nochmal ein Video
was ich gerne erst zeigen würde von Tommy Tippi und dann würde ich noch was dazu sagen. Quick to the hip, stick. I'm coming off steam. I better not catch your bluff. What's a king to a queen? Watch your back in my spotlight. All the eyes on me. Pick a lane, be a smart guy. Just the A1 team. I'm the queen of this town. Round here we like to get down. Freak it out to this sound. Like I'm the best, I'm the best in this. Shoo-la-la-la-la-la-la-la. Shoo-la-la-la-la. Shoo-la-la-la-la-la-la-la-la. Quick to the pound. Be on the sideline and sit down. I lay clean to the crown. Pull it up, get a drink, down round. Essence of the best sense. Got a few cents left for the whole crew stepping out smoothing. I'ma buy the bar tonight, so drink till your feet get light. Also zunächst natürlich ein echter Knaller, dieser Film allein, sehr, sehr aufmerksamkeitsstark und so ein bisschen die klassische, wir haben einen TV-Spot produziert, der aber im Fernsehen nicht laufen durfte, schaut ihn jetzt hier, gute alte Mechanik für PR. Aber über diesen aufmerksamkeitsstarken Film hinaus fand ich eigentlich sehr interessant, was dahinter dann passiert ist, was danach passiert ist, wenn man auf die Website gegangen ist oder auf die Social-Media-Kanäle von Tommy Tippi, wo es eben dann tatsächlich Interviews zu heiß diskutierten Themen gab, Instagram-Lives, wo tatsächlich interagiert wurde mit jungen Müttern. Also wirklich Tipps, Hilfestellungen, Gespräche zu Themen, die nicht unbedingt ganz einfach sind. Also für mich hier der Takeout, wenn man es schafft, Eltern bei täglichen Problemen zur Seite zu stehen und Diskussionen irgendwie zu ermöglichen, dann ist das wirklich eine neue Ebene von Content Marketing und Social Media Dialog, wo man seine Marke tatsächlich ganz neu positionieren kann. Das war's von mir. Ich habe gesehen, dass Rolf nebenbei fleißig Fragen beantwortet hat schon. Wie eingangs gesagt, im Anschluss an das Webinar werden die Inhalte online zur Verfügung stehen. Dazu wird es einen Link in einer E-Mail geben. Außerdem wird es eine Befragung geben. Wir freuen uns sehr über Feedback und sind da sehr, sehr offen anzupassen nach Wünschen. Entweder per Feedback-Formular oder gerne auch auf direktem Weg per Mail, Telefon, LinkedIn, wie auch immer es beliebt. Mein Name ist Ingo Kessler. Vielen Dank.